München angekommen, war ganz schönes Umgekutsche jetzt hier durch die Stadt. Man kommt hier überhaupt nie vorwärts. Wirklich nur Stopp. Und dann kutschen die Fahrradfahrer auch noch ringsherum ums Auto. Also ein bisschen verrückt hier. Ja, jetzt gehe ich bloß noch mal ganz kurz duschen. Bis um 6 Uhr. Und dann wollen wir gleich noch mal los und wollen in den größten Biergarten der Welt einrücken. Und da gucken wir erst mal kurz hier rein. Jeden Dorf. Das sieht doch gut aus. Ja, gut ist durch. Prost. Komme ich ja nie weit mit so einer Granate. Und dann habe ich blöderweise, erst nachdem ich die auf hatte, gelesen, dass die hier 3 € für so ein Ding verlangen. Und der Minibar ist ja nie im Preis mit einberechnet. Wir sind jetzt in München angekommen. War ganz schön, ich rumgeobre hier. Nur Stop and Go. Das sind hier alles Einbahnstraßen, wenn du die richtige Einfahrt verpasst, dann bist du erstmal verloren, da fährst du die ganze Runde zweimal. Ja, warum bin ich heute hier? Morgen bin ich als Zeuge vorgeladen. Der uns letztes Jahr im Februar draufgefahren ist, der hat jetzt seine Versicherung verklagt, weil der wahrscheinlich kein Geld kriegt oder sowas. Und da sind wir beide als Zeuge vorgeladen. Der Termin für die Verhandlung, die dann, wo dann rauskommt, ob ich noch Geld sehe für meinen Unfall, der ist dann erst im Juli. Die Verhandlung ist übrigens im Landgericht München I, dem Justizpalast. Unter anderem hatte hier Boris Becker sein Steuerstrafverfahren. Und hier wurde auch der Fall Güstel Mollat verhandelt. Güstel Mollat war ein Opfer der bayerischen Justiz. Im Jahr 2006 wurde er wegen mehrerer ihm angelasteter Delikte gerichtlich in den psychiatrischen Maßregelvollzug eingewiesen. Über 5 Jahre bestätigten verschiedene Instanzen diese Einweisung. Nach mehr als 7 Jahren wurde er aber wieder freigesprochen und erhielt eine Entschädigung von insgesamt 670.000 Euro. In der Verhandlung, bei der ich hier als Zeuge geladen war, wurde erstmal noch nichts entschieden. Von dem Video meiner Dashcam wird ein Gutachten eingeholt über die gefahrene Geschwindigkeit, Abstand zum LKW und so weiter. Bleibt also noch alles offen. Aber das erstmal nur nebenbei. Ja, dann gibt es auch Neues vom Anzeigenhauptmeister, habe ich gerade gelesen.
Seit er bekannt wurde, ist er ja jetzt erst recht unterwegs. In allen möglichen Städten und wird von diversen YouTubern auf seinen Touren begleitet. So war er am letzten Wochenende in Bautzen. Er kündigte das über X, Twitter, vorher an und traf sich da auf einen Parkplatz mit vielen Schaulustigen. Es sollen wohl ca. 100 bis 200 Leute dort gewesen sein. Da ruft die Bullen. Ja, die rufe ich jetzt an. Er saß im Auto von dem YouTuber Olli Tschai. Durch das geöffnete Fenster wurde ihm von einem Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er erstattete Anzeige. Er trug wohl eine blutende Nase davon. Ja, hallo, ich brauche bitte die Polizei und einen Rettungswagen zum Bahnhof Bautzen. Also ich wurde gerade ins Gesicht geschlagen. Was? Ja, und hier sind ca. 200 Personen sind ja am Bahnhof. Niklas, guck mal rein. Guck mal rein, Niklas. Ja. Ich bin hier aber auf. Nein, ich will wegmachen. Ja. Ich hab ein Foto. Niklas, mach deine Anzeigenhofmeister. Okay. Ja. Polizei und Rettungswagen bitte. Ja, danke. Ja. Ja, und da sind wir jetzt nach München gefahren. Morgen ist dieser Gerichtstermin um 9 Uhr früh. Und heute Abend wollen wir jetzt nochmal in den größten Biergarten der Welt einrücken. Das Hotel haben wir aufgrund der Nähe zum Gericht herausgesucht. Von hier aus konnten wir das Gericht gut zu Fuß erreichen. Als ich vor dem Gebäude dann auf Weiko warten musste, lag die Vermutung allerdings sehr nah, wir haben uns verfahren. Die Namen der Läden und Bars waren auf Arabisch oder auf Englisch geschrieben. Hier stand auf der Apotheke gegenüber nur Pharmazie. Gesprochen wurde um mich herum auch nur ausländisch. Wäre nicht gerade eine Familie aus dem Hotel gekommen, hätte ich hier keine europäisch aussehenden Menschen gesehen. Im Biergarten kamen wir unter anderem auf den Fünf-Seidler-Steig zu sprechen. Hier gibt es eine Wanderung vorbei an fünf verschiedenen Brauereien, an denen man schön wandern kann. Bierseidel. Fünf-Seidel-Weg. Gibt es ja bestimmt eine Inhaltsseite. Ja, aber du hörst dich in dem Internet präsent. Gräfenberg. Nach unserem Gerichtstermin machten wir noch einen kleinen Bergrundgang durch München. Wir liefen eine kleine Runde durch die Innenstadt. Ich schaute nebenbei noch nach zwei Ghost Caches, bei denen man zum Loggen keine Dose finden muss, sondern nur ein Foto einreicht zum Beweis, dass man vor Ort war. Kommen wir hier zum ersten Cache. GC7B8R0, der Teufelstritt oder auch Teufelshit. Am Boden der Frauenkirche in München ist im Pflaster der in Stein gehauene Abdruck eines menschlichen Fußabdrucks zu sehen, der an der Ferse einen Sporn hat. Wenn man sich in diesen Tritt hineinstellt und in Richtung Hochaltar schaut, sieht man keine Seitenfenster. Laut einer Sage habe der Baumeister mit dem Teufel um seine Seele gewettet, dass man in der Kirche kein Fenster sehen könne. Als die Kirche fertig, aber noch nicht eingeweiht war,
solche ist der Teufel, durch das große Tor geschlichen und den Bau betrachtet haben. Der Teufel, der in diesem Moment exakt auf der Stelle mit dem heute zu sehenden schwarzen Fußabdruck stand, habe laut gelacht und gemeint, dass ein Bau ohne Fenster werde nicht viel nützen. Er konnte also von dieser Stelle aus kein Fenster sehen. In triumphierender Freude soll er auf den Boden gestampft und so im Pflaster seinen Fußtritt hinterlassen haben. Als er dann jedoch einen Schritt vorging, konnte er plötzlich eine Menge Fenster sehen. Nun sah er, dass er die Wette mit dem Baumeister verloren hatte. Aus Zorn soll er sich in einen heftigen Wind, in der Hoffnung, er könne die Kirche dadurch einstürzen lassen, verwandelt haben. Die Kirche hielt den Winden jedoch stand. Seit jener Nacht stürmt es bis zum heutigen Tage immer noch um die Türme der Kirche. Geht nach dem Besuch der Kirche hinaus und achtet darauf. Ihr werdet immer einen ständigen Wind spüren, dessen virtueller Cache oder auch Ghost Cache genannt. Hier sucht man keine Dose, sondern muss eine bestimmte Lokbedingung erfüllen. Deine Aufgabe: Finde den Teufelstritt, stelle deinen Fuß daneben und mache ein Foto zusammen mit deinem GPS. Wir gingen dann noch durch den Hofgarten zum englischen Garten und schauten uns dort die Jofer auf der Eichbachwelle an. Hier fließt der Eichbach an der Austrittsstelle der Straßendurchführung der Prinzregentenstraße mit großer Strömungsgeschwindigkeit über eine Schwelle im Kanal. Dadurch entwickelt sich eine circa einen halben Meter hohe stehende Welle, auf der schon seit 1975 zuerst illegal viele mit ihren Jurfbrettern jurften. Bis das Grundstück 2010 dann an die Stadt München überschrieben wurde, jetzt ist das Jurfen inzwischen erlaubt, aber seit 2021 kostet es jetzt aber 10 Euro. Auch im Winter wird hier rund um die Uhr gejurft. Hier zur Eichbachwelle gibt es auch wieder einen Ghost Cache. Die Logbedingung ist das Posten des Fotos von einem Surfer mit sich selbst oder einem anderen Beweis, dass man hier war. Eine beliebte Freizeitbeschäftigung ist es, auch hier ins Wasser zu springen, sich durch den englischen Garten treiben zu lassen und dann in nassen Badeklamotten mit der Linie 17 zurück zur Prinzregentenstraße gefahren. Im Gegensatz zum Surfen ist das aber nicht erlaubt. Mm-hmm.
später gingen wir zurück zum Auto und fuhren Richtung Dresden. In Regensburg machten wir dann nochmal Rast und aßen bei schönstem Wetter eine Kleinigkeit. Regensburg kannte ich bis jetzt nur vom Vorbeifahren und jedes Mal war hier starker Regen oder sehr ungemütliches Wetter. Auch hier schaute ich nochmal nach und fand einen virtuellen Cache, bei dem ich nicht mal den genauen Ort aufsuchen muss. OCFE3E. Die Geschichte der Statuen. Allerdings ist hier etwas Fantasie gefragt. Man soll eine Statue einer realen Person posten, etwas darüber schreiben und diese Person in eine Piratengeschichte einbinden. Da muss ich mir wohl noch was einfallen lassen. Die Heimfahrt verlief dann ohne besondere Vorkommnisse. Wir waren dann so gegen 19.30 Uhr wieder in Dresden. Ja, das war's erstmal wieder. Drückt mal bitte alle auf Gefällt mir und abonniert meinen Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.